Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Fitrio YouTube Channel. Heute zeige ich euch ein paar Übungen für die untere Bauchmuskulatur, zum Teil natürlich aber auch für die gerade verlaufende Bauchmuskulatur. Das wird jetzt ein kurzes, knackiges Workout. Ihr könnt dieses Workout einfach pro Woche 2 bis 3 Mal durchpowern. Das sind wirklich 6 Minuten Sport und dann ist das Ganze natürlich auch effektiv. Ich mache das jetzt so, ich zeige euch jetzt gleich die Übungen immer nacheinander und dann powern wir gleich die Übung durch. Das sind wie gesagt 6 Minuten Sport, ihr braucht einfach nur eine Sportmatte, natürlich Spaß und Motivation. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit der ersten Übung. Ich zeige sie euch einmal. Ihr bewegt euch einmal Richtung Matte mit dem Rücken und jetzt ist es wirklich wichtig, dass ihr nicht hier oben seid, sondern wirklich schön weit unten, sodass der Bauch richtig schön auf Spannung ist. Und jetzt überkreuzt ihr hier eure Beine und haltet die Position so, ja? Dann müsstet ihr merken, dass hier euer Bauch arbeitet, die Bauchmuskulatur. Und das Ganze powern wir jetzt 1 Minute durch. Ich würde sagen, wir fangen an in 3, 2, 1. Viel Spaß und let's fetz. Schön anspannen. Probiert den Rücken möglichst gerade zu halten. Sehr gut. Und wir haben die ersten 20 Sekunden. Jawohl. Komm, das sind 6 Minuten, das schaffen wir. Und wir haben die Hälfte. Weiter geht's. Und die letzten 20. Ich zähle runter, die letzten 10, nicht aufhören. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und kurz mal lösen. Wir bleiben praktischerweise gleich in dieser Position und machen jetzt Folgendes. Die Beine sind in der Luft. Unser Rücken wieder fast auf der Matte und jetzt bewegen wir nur unsere Beine von links nach rechts. Kleine Bewegungen. Der Oberkörper ist soweit gerade und die Bauchmuskeln sind angespannt. Wir fangen an in 3, 2, 1 und los geht's. Wirklich nur kleine Bewegungen. Bauch ist auf Spannung und dann brennt das Ganze auch schön. Und wir haben schon 20 Sekunden. Klasse. Nicht aufgeben, über die Hälfte habt ihr schon. Jawohl. Und die letzten 20, kommt. Beine bleiben in der Luft. Bauch ist angespannt. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Wir gehen einmal ganz in Rückenlage auf die Matte und machen jetzt einen Crunch. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Beine sind angewinkelt. Wir nehmen unsere Arme nach vorne und bewegen uns jetzt immer durch, quasi fast die Beine durch, nach vorne. Kleine Bewegungen, damit es nochmal ein Stückchen mehr in die untere Bauchmuskulatur geht. Ja? In 3, 2, 1, 1 Minute, läuft. Sehr gut. Rollt hier wieder richtig schön Muskel für Muskel auf. Ganz wichtig, euer Oberkörper wird nie ganz abgelegt wieder auf die Matte. Also die Schulterblätter bleiben möglichst immer in der Luft. Und wir haben die Hälfte. Kommt. Stellt euch vor, ihr zieht euch an so einem Seil nach oben.
10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Sehr schön. Schaut mal, das war schon die dritte Übung. Wir machen jetzt einmal Beine in die Luft. Ist nicht meine Lieblingsübung, aber vielleicht eure. Und zwar sieht sie wie folgt aus. Geht nach oben, hüpft einmal so ein bisschen nach oben, sodass eure Hüfte in die Luft geht, genau, und kommt wieder runter. Probiert dabei möglichst nicht, die Beine wieder abzulegen. Und wir beginnen in 3, 2, 1, let's fets. Kleiner Hopser reicht schon. Und wir haben die ersten 20 Sekunden. Hier geht es nicht um Schnelligkeit. Komm, nicht aufheben. Also meine Lieblingsübung ist es nicht. Ich würde gerade gerne aufhören. Aber wir ziehen das durch. Und die letzten 20 Sekunden. Komm. Kleine Bewegungen nach oben. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen. So, nächste Übung. Wir liegen einmal auf der Matte und bewegen uns jetzt aus dem Bauchmuskel einmal nach oben. Die Beine bleiben dabei möglichst unten auf dem Boden liegen. Berührt jetzt einmal mit den rechten Fingerspitzen, unsere linken Fußspitzen, gehen wieder runter, kommen wieder hoch und berühren einmal die andere Seite. Ja? Das Ganze eine Minute lang, es geht los in 3, 2, 1 und los. Wichtig ist, nicht auf dem Rücken zu arbeiten, sondern wirklich aus dem Bauch, spannt den an, wenn ihr hochkommt. Sehr gut. Und wir haben wieder gleich schon die Hälfte. Kommt. Schenkt mir ein Lächeln. Sehr gut. Und die letzten 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen. So, letzte Übung für heute. Viele schaffen es noch nicht, die Füße oder Beine ganz durchzustrecken bei der Übung. Es reicht, wenn ihr die angewinkelt überkreuzt so ein bisschen lasst. Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt geht ihr einmal mit den Händen Richtung Fußspitzen, ja? Eine Minute lang, es geht los in 3, 2, 1, kommt schon, letzte Übung für heute. Quasi der Crunch, jetzt nur noch mal in der Luft. Sehr gut. Ersten 20 Sekunden. Klasse. Weiter geht's. Kommt schon. Hälfte ist schon geschafft. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hochkommen. So, meine Lieben, das waren jetzt 6 effektive Übungen für die untere Bauchmuskulatur, aber auch für die gerade. Und wenn ihr dieses Workout habt, wie gesagt, 2 bis 3 Mal die Woche durchpowert, sind 6 Minuten Sport am Tag, ist wirklich nicht viel, dann werdet ihr da auf jeden Fall auf lange Sicht auch eine Veränderung spüren.
Und wenn ihr jetzt noch Bock habt, die seitlichen Bauchmuskeln zu trainieren, dann schaltet einfach in das andere Video von uns. Da haben wir auch noch andere tolle Bauchworkouts, auch extra für die seitliche Bauchmuskulatur. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Workout-Video. Bis dann, eure Lou.